Sturmtief Bennett war teilweise mit bis zu 85 km/h unterwegs und hat dabei reichlich Schaden angerichtet. Glücklicherweise nur materiellen. Entsprechend häufig musste die Feuerwehr ausrücken. Insgesamt 83 Einsätze waren es alleine im Stadtgebiet. Hauptsächlich wegen entwurzelter Bäume, die Fahrzeuge unter sich begruben. Auch der Bahnverkehr in der Metropolregion wurde durch das Sturmtief beeinträchtigt. Mehrere Bäume stürzten zwischen Heilsbronn und Wickleskreuth mitten auf die Bahnstrecke. Die Anfahrten der S-Bahn von Richtung Heilsbronn nach Wickleskreuth konnte noch rechtzeitig stoppen, sodass ein Zusammenstoß mit dem Baum verhindert werden konnte. Rund 100 Fahrgäste mussten daraufhin evakuiert werden. Der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Nürnberg und Ansbach war bis 22.30 Uhr komplett eingestellt. Bennett hat inzwischen an Kraft verloren, sodass es ab morgen deutlich ruhiger sein wird.